Die NS-Führung lässt einen neuen Zeppelin bauen, der alle Rekorde bricht. Fast 247 Meter lang, gut 41 Meter hoch, 242 Tonnen schwer und mit 4 Dieselmotoren ausgestattet, die je bis zu 1300 PS leisten. Der Luftfahrtpionier Hugo Eckener will ebenfalls hoch hinaus. Und ihm steht nichts mehr im Wege. Denn seine bombastischen Zeppeline verstoßen nicht länger gegen die Auflagen des Versailler Vertrages. Im September 1928 wird das Luftschiff LZ-127 in Dienst gestellt und macht Welt. Krupps Germania-Werft unten durfte allerdings vorerst nur Yachten bauen. Fast 237 Meter lang und 115 Kilometer pro Stunde schnell. Ein solches Ungetüm wie die Graf Zeppelin hat die Welt noch nicht gesehen. Einen Monat später startet das Luftschiff mit seinem Kommandanten Hugo Eckener zu einem Non-Stop-Flug über den Atlantik. Hier überquert es die Azoren. Dann zieht ein Sturm auf. Die Stoffbespannung des Luftschiffs reißt. Trotzdem kann die Graf Zeppelin die Reise fortsetzen. Nach 111 Stunden erreicht sie die USA. Viel schneller als die besten Schiffe ihrer Zeit. Die siegreiche Boxlegende kehrt in der Legende der Lüfte in die Heimat zurück. Mehr geht nicht. Mit olympischen Ringen und Hakenkreuzen versehen, geht die LZ-129 Hindenburg auf Rekordjagd. Im Bodensee. Wenig später bricht er, flankiert von LZ-127, zu seiner viertägigen Jungfernfahrt auf. Der Koloss überfliegt viele bedeutende Orte wie das sogenannte Reichsehrenmal Tannenberg, errichtet zum Gedenken an den deutschen Sieg über Russland in der Schlacht von Tannenberg 1914 und Städte wie Nürnberg und Köln. Die Journalisten an Bord werden nach allen Regeln der Kunst verwöhnt, in der Hoffnung auf eine wohlwollende Berichterstattung. Im Frühjahr fliegt der Zeppelin in der Rekordzeit von 61,5 Stunden nach Lakehurst bei New York. Fast alle Flüge sind ausgebucht. Vor den Spielen von Berlin blickt Deutschland herab auf die Wolkenkratzer. Die Hindenburg, Ikone der Luftfahrttechnologie und der größte Zeppelin der Welt.